Hallo, ihr Zuckermäuse. Ihr seid hier bei Trashkurs mit Martin und Lena. Die Tessa hat Urlaub. Ja, die Glückliche. Und ich muss hier sitzen mit dir. Nein, ich darf und freue mich schon so sehr auf Folge 3 und 4 von The 50. Ja. Mittlerweile The 30. Nee, The 40. Nee, auch noch die falsche, auch noch die falsche Zahl gesagt. Jetzt hat der Bri hier ja extra einen Witz vorbereitet und dann da verkackt. Mann, nee. Können wir mal aufnehmen? Nee, ja, okay, bleib warte, drin. Hier nochmal. The 40 meine ich natürlich. Ja, also wir sind bisher ganz, liebe ich meine weiße Wade, ganz begeistert vom Format. Ich habe jetzt Böcke auch auf Folge 3 und 4. Es sind so viele Verwirrungen und Verknüpfungen und Q&As, die schon im Instagram-Raum rumschweben, dass ich jetzt hier reinlunchen will. Auf alle Fälle. Wir bedanken uns an dieser Stelle natürlich bei Prime Video, dass wir das Material verwenden dürfen. Wir finden es super. Und ich biete euch in diesem Zusammenhang natürlich auch gern noch ein Stück Kuchen an. 40 Stücken habe ich für euch vorbereitet. Zählt lieber nicht nach. Ich weiß nicht, ob ich mir genau Mühe gegeben habe, aber er schmeckt so gut. Er schmeckt so gut, Leute. Genau Mühe gegeben. Ja, für Manni und eins für Georgina. Die sind nicht mehr dabei. Das sind ja, ja nur deswegen, noch 40. Ja, aber ich esse jetzt für die, weil sie ja nicht mehr dabei sind. Ach so. Okay. Na ja, ready? Dann, ja, dann bin ich ready. Hey Jamila. Spielerin Jamila, du hast dich bewegt. Das bedeutet, Jamila und Nina Christine sind raus. Stopp mal, stopp, stopp, stopp. So, also selbst wenn der Löwe jetzt sagt, der Master, Jamila und du machst so, das ist ja... Ich hoffe, das wurde am Anfang gut erklärt. Ja. Nicht, dass da ein, also dass man denkt, es ist Notfall. Ja, weil dann würde ich es richtig unfair finden. Aber das ist das Spiel. Und so macht's Spaß. Finde ich. Also es ist ja genau nach meinem Geschmack. Das war ehrlich, oder? Das ist voll ekelhaft. Die sehen wirklich aus wie Schaufensterpuppen. Spielerin Jasmin und Spieler Gary, ihr habt euch bewegt. Also ich muss noch mal was sagen, das ist ja das Krasse. Nicht nur in dem Moment, wo die Musik aufhört, für so 5 Sekunden in deiner Pose zu bleiben und dann so, wenn du gerade in der Drehung bist, sondern das ja dann auch so sinnlos für 2, 3, 4 Minuten oder so zu halten. Oh, und dann stell dir mal vor, du hast da gerade dein Gegenüber blöde angeguckt und musst lachen oder hast halt jemanden gewählt, weil so waren die ja am Anfang auch noch. Ich will jetzt nicht mein Best Buddy, weil fliegt man dann zusammen, sind dann beide nominiert oder. Und dann hast du da so eine Fratze vor dir, die du gleich nicht so leiden kannst. Ja, schrecklich. Du kannst das ja aber auch irgendwie schon so komisch in deinen Tanz mit einbauen. Nur dass so du immer nur so guckst. Nur so. Ja, ja. Aber ist das dann auch durchgefallen vielleicht irgendwann? Vielleicht gibt es das Beispiel noch. Chris und Eva, begebt euch auf den Haufen der Untauglichen. Was hat dich bewegt, mein Schwanz? Wenn die Beziehung schon nicht funktioniert hat, dann wird wahrscheinlich auch das Tanzen nach der Beziehung nicht funktionieren. Pech in der Liebe, Glück im Spiel. Ja, also... Das ist doch wohl die beste Kombi, die man machen kann. Also auf die Kommentare da jetzt von Sam, da... Nee, ja. Aber irgendwie habe ich mich ein bisschen darauf eingeschossen, dass ich denke, Quatsch. Schon wieder Quatsch, hast du gesagt. Dann habe ich die angeguckt und habe gesagt, es wird schon. Und ich glaube, dieses Nicken war das, was uns rausgekickt hat. Warnung für Tobi und Paulina. Ihr müsst euch beim Tanzen mehr bewegen. Kurz vor den Wechseljahren. Dreht die Mutti durch. Ich muss leider auch sagen, ich finde das immer ein bisschen cringe. Jenny Evers ist für mich keine alte Frau. So, die ist auf jeden Fall Mama. Mhm. Aber für mich können so Frauen ab, sag ich mal, 65 dann so sagen, naja, da dreht die Mutti durch. Alles davor ist so, es cringet mich an. Mach naja, das aber nee. Es ging kurz vor den Wechseljahren, das ist ja. Ja, aber dann sag ich, bin kurz vor den Wechseljahren, dann drehe ich durch. Aber nee, kurz vor den Wechseljahren, da dreht die Mutti durch. Ich glaube, es ging um Julia. Naja, aber die Julia ist für mich auch keine alte Frau. Die sind beide bestimmt schon durch mit ihren Wechseljahren. Ich habe ja aber doch gerade gesagt, wenn sie sich als Mutti so bezeichnen, gerne erst ab 65, ihr Mäuse. Dann ist es eine Oma. Da dreht die Oma durch. Also das würde ich anders festlegen. Wenn du keine Enkelkinder hast, bist du immer noch eine Mutti. Ja, wenn du keine Kinder hast, was bist du dann? Das Mädchen? Alter, die sind so Kappe für mich. Die sind doch verliebt. Die sind so Kappe. Das will ich sehen. Und ihr beide ab mit euch zum Golden Bachelor. Bachelor in Paradise beide nochmal, aber nur die zwei reingeschickt. Was, du bist der Barkeeper? Nein, ich bin Kandidat.
Spieler Paul, du hast dich bewegt. Spieler Leon, du hast dich bewegt. Leon und Jill, ihr seid die letzten Verlierer. Sorry, würde ich nicht bei dir in die Zeit unterbrechen. Aber hast du es gerade gesehen? Der Leon, es war ja wirklich einfach nur, wenn du den Arm so lange gerade halten musst, dass du irgendwie so zittrig drin hast, zack, raus. Ja. Nein, also das manchmal, ist der Sinn des Spiels. Ich weiß, aber manchmal wirkt es so unfair, chillig oder so ganz ohne Regeln und dann so super streng. Ja, ich finde aber gut, dass die Spiele jetzt auch schon so ein bisschen härter werden. Ja. Im Gegensatz zum ersten ist das ja schwieriger. Ja, aber jetzt sind wir ja nur noch bei, also gleich, wenn dann hier rausgewählt wird, sind wir bei welcher Show? The 30. 30. Da haben wir auch einfach schon wieder meine Englisch-Skills. Ich hätte bloß auch einen kleinen Wechsel in dieser Arena gebraucht. Stell mal vor, du skippst durch, suchst eine Szene, welches Spiel die suchen. Und es sieht alles immer gleich aus. Das stimmt. Du weißt ja gar, also da steht jetzt ein Piano, aber es musst ja sehen. Aber irgendwie ist es auch das, was so ein Brainfuck ist, mit zusätzlich immer nur dieses, diese eine Arena, nur weiß, nichts Krasses. So. Kann auch sein, ja. Dass du dich halt wirklich nur auf dich und deine Skills verlassen musst. Kannst dich auch steigern. Stell mal vor, die machen das jedes Jahr und machen dann eine zweite Arena. Das ist dann noch eine Feuerlandschaft. Mit Lava. Ja, mit Lava. Oder, naja, und die gehen wirklich drauf. Du darfst nicht stehen, weil Bodenplatte geht auf. Ja. Zack, weg. Einfach 50 Reality Stars gone. Nee, 49. Was noch so aufregend dabei ist, dann zitter ich halt immer. Ja, guck doch mal! Das ist übergriffig. Also ich finde, es ist süß von Julia so. Süß gemeint, aber falsch umgesetzt. Ja, also es ist halt auch nicht dein Sohn und dann diese Küssereien und ganz viel Getatsche. Es ist wahrscheinlich ihre Art zu zeigen, ich tröste dich und ich finde dich klasse und du bist mir wichtig und ich unterstütze dich, aber das ist. Ich meine, gut, wenn Leon jetzt sagt, es ist okay, aber als Zuschauer ist es ein bisschen Unbehagen. Ich weiß nicht jedes Mal, ob es wirklich okay ist. Also tausch mal da die Geschlechter. Dann ist Polen offen. Wer von den Verlierern bleibt und wer. Es ist wirklich so krass, Sportunterricht vorbei und jetzt zurück. Ja. Ja. Ihr dürft drei der armen Teufel retten. Weltweise. Ich habe leider immer so ein bisschen das Gefühl, dass das so ist, dass da jemand steht mit einem Schild wie bei so Shows, wo dann drauf steht, erschrocken. Ja. Wow! Wie heißen die nochmal? Na, das sind so, es gibt Warm-Upper und dann gibt's. Animateure vielleicht einfach, ja, oder? Ja, keine Ahnung. Jetzt klatschen! Ich habe mal überlegt, ob ich das machen würde. Also einfach mal so in mich gefragt. Aber du wärst ein Warm-Upper. Ja, also so, dass ich sage, hier, komm, Mikrofon in die Hand. Und dann tanzen und so. Na, wenn das Publikum nur sitzt, muss ich dann tanzen. Ich glaube, viele tanzen da. Das ist eine ganz unangenehme Rolle, aber es könnte auch geil sein, so richtig befriedigend danach, wenn du die richtig warm gemacht ja. hast. Ja, und ich weiß, was ich immer, ich merke das in mir, dass ich das mit dir machen möchte. Ich möchte mit dir so ein Format haben, Martin schaut in die Jobs, in die Berufe rein, also das, was es ja schon tausendmal gibt, aber dann bist du mal auf dem Bauernhof am Wochenende, dann bist du da mal ein Warm-Upper. Da siehst du, was ich für ein Macher bin. Und ja, das aber die Leute müssen es doch auch sehen. Ich hätte da so Böcke drauf, dir da so Berufe rauszusuchen oder so, dann bist du mal Imker. Ja! Also Leon ist Nummer 1 bei mir. Der ist cute. Marius, ganz kurz, wir haben ja gestern auch die Stimmen gedealt. Leon hat es am meisten verdient, weil er ist ja so ein Zittriger. Also Leon. Julia weiß alles, Julia kann alles, Julia hat das Lexikon erfunden. Ich bin jetzt wieder drin, was Tessa und du meinst. Ich hatte es kurz vergessen, es tut mir leid. Aber genauso stelle ich mir die vor, die rennt da rum und denkt, Leute, ich bin doch die Strategin, ihr müsst auf mich. Und dann alle denken sich so, wir haben es alle schon gehofft, chill. Ja. Stimmt bitte einfach ab. Wahllos. Und dann setze ich in die Ecke. Was wäre denn, wenn einer von euch beiden heute drin bleiben könnte und der andere gehen müsste? Dann wären wir weinen ganz viel. Was ist das, Leute? Ihr habt die Chance für eure Community, für eure TikTok-Community, Geld zu gewinnen. Ja. Und jetzt seid ihr da schon als Pärchen und sagt dann, naja, was ist, wenn ihr die Chance habt, dass einer drin bleibt? Ja, da wird man weinen, da würden wir weinen ganz viel. Und was ist ein Wein? So. Weinen ist Kindergarten. Ich frage mich wirklich, wie es funktioniert hat, dass Jasmin in einer Bachelor-Staffel war. Keine Ahnung, aber hab doch dann den Ehrgeiz. Und wenn das deine erste Antwort ist, so wird das doch weitergetragen. Ja. Selbst wenn du jetzt danach sagst, aber irgendwie wird man uns schon freuen. Nee, was hängen bleibt ist, die beiden wollen nie getrennt werden. Ist also nie so viel Ehrgeiz da, um für die Follower Geld zu gewinnen? Na, sie holen ja auch für die gleichen Follower, weil Jasmins sind ja eigentlich einfach nur die von Gary, die rübergewandert sind, seitdem die einen auf Paar machen. Finde ich kacke, ehrlich gesagt, wenn da so wenig Ehrgeiz ist. Also diese Leute, die Community macht dich groß, über die verdienst du Kohle. Sauer. Wenn wir heute getrennt werden würden,
wäre schon schlimm für mich. Mal, unsere Gruppe will Chris haben. Ja, ich verstehe schon. So, und Julias Gruppe will dafür aber, dass Eva dabei ist. Ja, und die Gruppe, ich bin hingegangen und gesagt, wir nehmen Leon nur wegen euch. Das heißt, wir machen es gut bei denen. Das sind 5 Leute. Der Verlierer, der warum auch immer mit den meisten Stimmen gerettet wurde, 22 Stimmen, ist Spieler Leon. Nicht weiter mit jämmerlichen 2 Stimmen ist Spieler Paul. Hätte ich gar nicht gedacht. Was? Was? Also hat er vorher gesagt, dass er gehen will? 2 Stimmen? Das ist so traurig. Es ist respektlos. Ja, mir und, gegenüber. Und mir. Und du, Paul, deren Neid ist deine Anerkennung. Ja. Das ist dein Walk nach draußen. Ich würde lügen, wenn es mich jetzt nicht verletzt hätte. Aus mit ebenfalls nur 2 Stimmen ist Spielerin Jasmin. Du musst deinen Gary jetzt verlassen. Mit ja, für 30 Sekunden, bis er dir folgt. Als nächstes raus ist Nina Christine. Mein 4. Gast, der gehen muss, ist Spieler Gary. Gott, der Wei, oh nee, ah, nee, mach jetzt wirklich, ich hab deine Kika angemacht. Ja. Spieler? Philipp, nimm deine Dschungelkrone und geh. Also da bin ich jetzt mal gespannt, also Chris, okay, mit Max und mit Yassin und so, okay. Aber irgendwie, wenn ich da gewinne, ist es, gewinnen möchte, auf jeden Fall achte ich, wer ist eine große Konkurrenz. Mhm. Und wer, nee. Bisher sind es ja nur Machaufgaben, sage ich jetzt mal. Also können Chris und Philipp gleichermaßen Konkurrenz sein. Bei Kopfaufgaben hätte ich wahrscheinlich dann auch einen Chris drin gelassen. Aber was ich eigentlich sagen möchte, ist, dass ich das Gefühl habe, dass hier schon wieder mitgemacht wurde von Serkan. Okay, dafür hast du jetzt wirklich weit ausgeholt. Ja. Ich wusste gar nicht, wo und wir jetzt und auch gar keinen Faden ja dafür gefunden, für den Beweis. Erst irgendwas erzählt und dann Fakt. Serkan genannt. Serkan. Ja, ich verstehe auch dieses Team jetzt überhaupt gar nicht. Hätten dort schon mal alle für ihn gestimmt und 2, 3 weitere wäre er ja sicher drin gewesen. Wäre Serkan nicht dort, hätte Philipp safe mehr Stimmen bekommen. Ach stimmt, da war ja Beef. Jetzt check ich's her. Das meine ich. Mhm. Ist für mich eine Genugtuung, dass du jetzt vor mir gehen musst. Ganz, schwach. Ganz peinlich und ganz, ganz schwach solche Aussagen. Und irgendwie ist es zum wiederholten Mal, dass man Serkan als sehr schlechten Gewinner erlebt. Ja. Mit starken 21 Stimmen sicher in der nächsten Runde ist Chris. Nicht weiter. Mit schwachen 5 Stimmen ist Jill. Ich hatte gerade kurz so den Moment, dass ich einen Aufruf machen will, dass dort nächstes Jahr bitte auch YouTube-ReactorInnen dran teilnehmen dürfen. Und aber auch so gemischt. Also meinetwegen auch mit Reality-Stars. Und dann dachte ich, wir würden ja alle so krass als erstes rausfliegen. Keiner von diesen Reality-Stars würde uns ja safen. Ich finde die Idee jetzt auch noch gar nicht so spitze, da uns damit in den Topf zu werfen. Ja, aber ich will spielen. Das wäre die einzige Möglichkeit, wo wir auch mal spielen könnten. 20 Stunden aufgeben von deinem momentanen Leben und dich für 20 Stunden dort anstellen lassen bei der Produktionsfirma. Dass du die Spiele mit organisierst und vorher schon mal eine Runde machst. Aber ich will ja mit gegen die spielen. Ach so. Mann, ey. Gibt's noch keine Lösung? Mit erstaunlichen 20 Stimmen in der nächsten Runde ist Eva. Hinter mich! Wie die Tiere, gell? Das hat mit einem Niveau zu tun. Ich finde das lustig, dass das Thorsten Legert sagt. Also dein Sohn war bei Temptation Island. Mm. Weiß jetzt nicht, wie viel Niveau er da an den Tag gelegt hat. Da gucke ich mir lieber Marius an. Wie heißt der? Ehrenmann Rius. Ich glaube, das hat doch was wirklich mit Erziehung zu tun. Du hast doch Werte vermittelt bekommen. Du musst dich nicht anpassen an dumme Leute. Und ich würde meine Hand jetzt abhacken, wenn der Nico so wäre. Das ist so schlecht. Ich kann dazu nichts weiter sagen. Aber vielleicht, Thorsten, guckst du dir nochmal selber den paar RTL-Exklusivbeiträge an, wie ihr beide über die Ex-Freundin von Nico gesprochen habt und wie Nico die Ex-Freundin behandelt hat. Das Obwohl ist natürlich er doch so ein anderes Verhalten. Geile Werte hatte. Lass dich davon nicht so aufreiben, bitte. Ich weiß, das stimmt. Nico ist jung, dynamisch, ehrgeizig, Hochleistungssportler. Er hat Kraft, er hat Wissen, Cleverness, Emotionen, lieb, bedürftig, ja. Wenn Kasala Thorsten von seinem zarten Buben schwärmt, da frage ich mich, ist das hier noch Reality oder schon Gebrüder Grimm? Wir wollen uns nur mal ganz kurz bei euch bedanken. Ich weiß nicht, wer wen gewählt hat, aber Dankeschön geht auf uns heute. Die ist ja echt eine Liebe, die Theresia, aber... Ich kann das nicht. Wenn die Kamera auf sie schalt. So. Für sowas liebe ich Cecilia
Und so auf den Punkt. Ich fühle es so zu 1000%. Und wenn wir dort sitzen müssten, wir würden das mich hier schon weg. Machen. Wir würden das ja genauso nachmachen. Ja, Cecilia. Ich würde es auch genauso sagen. Danke. Und wir können das einfach mal vergessen, was jetzt passiert. Nein, nein, also vergessen auf keinen Fall, solange du dich nicht entschuldigst. Sam, du musst endlich mal lernen, dich bei Menschen zu entschuldigen. Ich war in 3 Beziehungen und ich bin halt 3-mal nur betrogen worden. Lieb auch, wie Yasin eigentlich gar nicht zuhört und der wirklich auch der komplett falsche Ansprechpartner ist für dieses Thema. Und es bei aller Liebe, ich kann Vanessa Mariposa, unseren kleinen Schmetterling, das mag eine wirklich ein liebes Mädel sein. Sie hat da jetzt ja zum Glück auch jemanden und jetzt bleibt in Dubai oder irgendwie so, aber ich will die wirklich nicht mehr reden hören oder irgendwo sehen. Ich weiß auch nicht, wie man sich vorkommt, wenn einem 3-mal die gleiche Geschichte passiert ist und man erzählt das so, macht es denn nicht auch irgendwann mal Klick, dass man vielleicht irgendwie dann ändert was am Verhalten, in der Auswahl. Nicht an deinem, ja, nicht an deinem Verhalten, da kann nicht so viel wie an deiner Typenauswahl. Also wenn du jedes Mal mit dem gleichen Beispiel auf die Fresse fliegst, ärgerlich. Die letzten Nächte haben am meisten Sam und Kate gestört. Was? Ja, falls sich irgendwer fragt, wie man diese wundervolle Frisur hinbekommt. Ich denke, sie wird ein TikTok-Tutorial gemacht haben, über 9000 Mal dazu. Und dann hat sie das bestimmt auch live bei Leuten auf der Straße gemacht. Also wirklich, wer da dran gedacht hat, diese Dame da reinzuholen. Ich verstehe schon allein das gesamte Publikum nicht, weil ich könnte mir vorstellen, da jetzt ein Kandidat hin? Nee, ihr Publikum, was Fan ist von ihren Inhalten. Ach so, ja. Das sind ja, was weiß ich, sagen wir mal, es sind bei TikTok 2 Millionen. Dann sind das 2 Millionen Sechsjährige für mich. Wir sind heute ganz schön spitz. Naja, Leute. Konzentration, jetzt einfach die Leistung abrufen und dann sollte es eigentlich funktionieren. Wenn du den Fuchs besiegst, erhöhst du euren Jackpot um 5000 Euro. Scheiterst du, ziehe ich euch 5 Riesen ab. Jeder von euch hat ein Brett mit 4 Kugeln und 4 kleinen Löchern. Ihr müsst die Kugeln auf den Löchern platzieren. Wer als erster fertig ist, gewinnt. Wir dürfen ja nie unterschätzen, dass nie vergessen, dass nicht nur Paulina aufgeregt ist, sondern wenn der Fuchs halt da so verkackt, also wenn du da so eine Lusche hinstellst, ist ja auch scheiße für den. Ja, oder jemand, der das einfach alles schon 1000 Mal gemacht hat, ist ja irgendwer. Mhm. So ein bisschen, das weiß ich noch nicht, ob ich das so ganz fair finde. Das wäre keine Aufgabe für mich. Dann habe ich so gemerkt, scheiße, das funktioniert nicht. Nein! Ich fühle mich blamiert. Die hat safe verloren, Mann. Nein! Tut mir so leid. Was ist denn los mit dir? Tut mir so leid. Hast du keine Siegermentalität, keine Kraft gehabt, das Ding durchzuziehen? Also, ich mich in den ersten Spielen da so rumgehauen. 5000 Euro ist für manche viel Geld, ja? Oh mein Gott, das ist eigentlich nur ein Spiel, aber trotzdem ist es immer. Ach, Maus! Was wird wohl Stopp gemacht hat? Oh. Hart. Oh Gott. Ja. Trägt euch das nicht ein. Aber ich finde es jetzt hier schon wieder das von Serkan. Das unterstützt das natürlich, dass jemand im Nachhinein noch verzweifelt ist. Auch wenn du mit Humor meckerst, er meint es ja. Also ich habe das Gefühl, er meint es trotzdem ernst. Ja, was der er lacht sagt. Dann, der macht dann so. Ach aber, nee, passt schon. Aber hier. Ja, so denkt er sich. Ja, also Serkan, es ist grenzüberschreitend, fast schon. Grenzwertig, so. Ja, es ist halt. So jemand wie Mario, ach Mann, Ehrenmarius. Ehrenmann Rius. So. Ehrenmann Rius. Sag Marius einfach. Ehrenmann Rius, der macht das mit Humor und auch andere sind so, ach komm, scheiß drauf und so. Aber wenn dann noch jemand extra Humor machen will, dann, also dann denke ich so halt einfach bitte ja, komplett den Mund. Gib doch deine Wut nicht auf Humor, weil das kommt doch nicht. Wir sind eine Nacht länger da gewesen, also müssen wir heute mit bunter Wäsche bei den Spielen gehen. Das war die Wette zwischen uns. Hereinspaziert ins Kolosseum der Reality. Es ist eine gute Taktik, nein, nicht nur eine Wette, sondern du gehst psychisch in den Kopf von deinen Gegnern rein, wenn du dort nackt auftrittst. Hätte ich da so einen Cosimo in irgendeiner Challenge halb nackt vor mir, das würde mich schon beeinträchtigen. Ist so. Weil du horny wärst. Direkt. Klar. Geht rechts auf die weiße Seite des Balkens und stellt euch in einer Reihe hintereinander auf. Der rote Balken neben euch trennt die Arena in eine weiße und eine schwarze Seite.
Auf mein Kommando werde ich euch schwarz oder weiß sagen und ihr bewegt eure gemachten Körper und Egos per Sprung auf die entsprechende Seite. Das Spiel endet, wenn mindestens 8 Spieler verloren haben. Schwarz! Gut gehopst ist halb gesprungen. Schwarz! Spielerin Kate, du standest auf der falschen Seite. Schwarz. Das ist richtig asozial. Weiß. Thorsten, Nico L., Menderes, Schwarz. Paco, Michelle, Rainer, Julia. Es gibt 8 Versager. Das Spiel ist also vorbei. Wir sind Sportler. Es wäre traurig, wenn wir uns ärgern. Jeder von euch hat 3 Stimmen. Es gibt, sag mal, eine offene Gruppe. Es gibt die Influencer, es gibt die Männer und die Jungs. Ach so, davon sind wir 4 hier. Das sind Leute von uns draußen und wir müssen die anderen davon überzeugen, dass es besser für sie wäre, wenn sie diese Leute wählen. Ich bin ein Emotionstier. Und mein Kopf ist quasi meine Mauer, damit ich mein Herz verstecken kann. Entscheide für dich selber. Deswegen sag ich hier. In deinem kleinen Kopf. Wie spricht sie mit mir? Ihr hört gerade auf die Heteros. Und die Heteros bei euch belabert euch. Die werden euch als erstes rausgehen. Ja, Paco, du hast echt kalte Hände. Was ist los, Alter? Reibung erzeugt Wärme, Junge. Aber nur mit der Hände, oder? Nee. Mit einer armen Stimme. Menderes. Habe ich jetzt die Frage, ist der 0 sogar besser als eine? Ich weiß nicht. Ich finde so, die Mitleidsstimmen muss ich auch nicht unbedingt vergeben. Aber ich würde gerne mal wissen, sind die dann schon so realistisch, die Leute, die jetzt dort vorne stehen und sagen, naja, wir wahrscheinlich jetzt nicht. Zum Beispiel die Legats. Ich weiß nicht, ob du überhaupt ein Empfinden hast oder ob du so innerlich durchbrennst wie Julia. Bloß die lässt es halt raus, aber jeder ist wahrscheinlich so aufgewühlt und kann es nicht abschätzen. Mhm. Ob jetzt 1000. Für mich hat jeder gestimmt, das weiß ich. Mit 3 Stimmen gewählt, Nico. Wie ich mich zeigen konnte, wie ich wirklich bin, dass ich ein ehrgeiziger Typ bin, ehrlicher Typ bin, dass ich wirklich real bin. Mit 3 Stimmen, Rainer, der erste Spieler, der weiter ist. Mit 18 Stimmen, Paco. Oh, das war sehr knapp. Der nicht weiter ist, mit 8 Stimmen, Kate. Ich wollte noch mit dir so viel klären. Ich habe gehofft, dass ihr weiterkommt. Sam, ich glaube dir auch wirklich keine Sekunde irgendwas, als ob du irgendwas klären wolltest. Du wolltest dich noch nicht mal richtig entschuldigen oder sonst irgendwas bei ihr. Also, einfach noch ein bisschen Sendezeit ja, mit ihr zusammen. Ja, du wolltest einfach noch ein bisschen Feuer legen und jetzt Abmarsch. Aber wir haben hier gerade natürlich auch was aus dem Off bekommen, was so ist, aber... Also ich will es jetzt trotzdem noch für die breite Masse teilen, dass es als Paco natürlich sehr einfach ist, da weiterzukommen, bei dem Männeranteil, der da drin herrscht. Deswegen kann ich mir auch schon wieder jetzt nicht vorstellen, dass da eine Siegerin gekürt wird, wenn es so ist. Naja, aber es hätte sich auch das ganze Team um Paco auch schon ins Ausschießen können. Wer weiß, wie dann die Konstellation ist, ob wenn 20 andere drin geblieben wären. Was? Na, so wie ich es gesagt habe. Das ganze Team um Paco hätte auch schon raus sein können, dann hätte er keine Chance mehr. Ja, also wahrscheinlich ist das, dass da diese ganze Männergruppe schon raus ist? Naja. Mit 18 Stimmen, Michelle. Mit 21 Stimmen, gerettet. Spielerin Julia. Mit 3 Stimmen bist du nicht weiter. Diese Bestätigung zu bekommen, 21 Menschen glauben an dich. Mein Sohn versteht es nicht, ja? Sich von Leuten mitziehen zu lassen, die es nicht ernst meinen. Aber jetzt bin ich gut, weiß ich Bescheid. Braucht sich auch keiner melden bei mir. Wir müssen unsere Mädels jetzt hier pushen, dass wir unsere eigene Gruppe machen. Zwei, eins, go! Also ganz hoch gestochen, Martin würde gegen Paco gewinnen. Also bei den Auftritten, die wir bis jetzt gesehen haben, entweder hat der Körper versagt oder... Der andere Körper. Ja, die Ausdauer. Das sind Dekomuskeln. Das sind reine Dekomuskeln. Ich habe folgenden Vorschlag. Wir müssen dann strategisch sagen, ja klar, wir wählen den Mann und machen es dann anders. Schön! Hallo! Chili! Es könnte halt auch links und rechts, könnten da auch Garagen sein. Das Ding ist, für mich sieht das auch immer gleich aus. Also dann zeigt uns doch den Ausschnitt, den die Kandidatinnen sehen. Weil ich sehe das Zelt nach oben gefilmt und Girlanden von Teddy. So. Und dann halt wechselnde Farblampions.
Mir fehlt es irgendwie auch an Feinschliff dort. Das ist sicherlich geil, aber das ist nicht das meiste drauf. Na gut, willst du es aber so schick machen, wenn es so eine Arena eigentlich ist und die kämpfen sollen? Das ist ja die Frage. Ja, man könnte mal überlegen, wie würde was machen. Ich finde es schon schwierig, dass wir dieses historische Haus haben und dann so diese plakativ die Arena irgendwie mit auf die Fläche geknallt. Das ist für mich kein Zusammenspiel. Du hast es nicht genutzt. Dann so. Such doch was mit einem Irrgarten und knall das in die Mitte oder so. Da, weißt du, wie ich meine? So, und entweder die Arena ist die Arena und dort, wo sie wohnen, ist halt dann Zeltplatz, um die auch noch mürbe zu machen. Ja, und irgendwie so von, dass, wenn ich das auf einer Karte habe und von oben gucke, dass das geil aussieht. Und oder, nicht, wie, gut, ich habe ein Schloss und hier ist irgendwie ein bisschen Tümpel und dann hier die Arena. Also, gebe ich dir recht, aber jetzt mal zu perfektionieren. Würde mich jetzt gar nicht so stören. Oder du entscheidest dich halt gänzlich für Schullandheim. Ja. Und Sporthalle. Und ja, dann ist die Arena einfach eine Turnhalle. Wäre auch okay. Es ist so. Ich weiß nicht. Also es stört mich gar nicht, dass jetzt beim Gucken so, dass es so aussieht. Aber für die nächste Staffel kann ich mir vorstellen, da ist noch Luft nach oben. Die Männer denken alle, dass sie uns um den Finger wickeln. Ja, die sind nicht ganz. Lass wir denen den glauben. Ich habe Carina bis eben vergessen. Aber es ist auch schwierig. Spricht das jetzt für sie oder? Ich weiß es nicht so ganz, ob es der Schnitt macht. Sie müssen ja sich auch unterhalten. Es muss ja was passieren am Tag. Und wenn es nicht ganz so aufregend ist, bin ich vielleicht auch froh, dass sie sich nicht so in den Vordergrund drängt, sondern ihre Inhalte mal in die Masse integriert. Ich weiß es nicht. Ist schwierige Frage, ne? Mhm. Ich war mir sicher, dass ich nicht reinpasse. Dann habe ich gesagt, guck mal, ich probiere es jetzt. Hau ab, du Bastard! Was ist denn da jetzt los? Ist das Fun eigentlich? Yeah, ja! Yeah. Seid ihr jetzt ein Paar? Auf der einen Seite denke ich so, gönnt euch, macht einfach. Und auch so irgendwie Props, dass ihr das da einfach jetzt gerade mal so genießt. Auf der anderen Seite denke ich so, es war mir ja schon in meiner Klassenfahrt damals irgendwie zu peinlich, zu oft mit meinem Schwarm gesehen worden zu sein. Weißt Leon du? Oder Tim? Ich hatte keinen Leon in meiner Klasse. Schade, habe ich mir falsch gemerkt. Aber ja. Den Tim. Ja, Tim. Ich weiß nicht, ich habe gar keine Meinung mehr dazu. Es ist Füllmaterial, das Thema, irgendwie gerade noch so. Auf der anderen Seite langweilt mich sowas. Genau deswegen. Und ich finde es auch Panne. Aber die Panne war irgendwas wegen Altersunterschied ja. Oder sonst irgendwas. Es ist im Gesamten Panne für mich. Wow. Ey, ich sag dir, danach deine Karriere geht boom. Mir ist das alles egal, mir geht's um den Mensch. Ich mach nicht. Abwechselnd legt jeder von euch ein Holzstäbchen auf diese Fläche. Jedes Mal, wenn du ein Quadrat schließt, gehört es dir. Hast du ein Quadrat geschlossen, bist du nochmal an der Reihe. Es geht runter. 10 Mille nach unten, 100%. Wollen wir wetten? Serkan, wirklich sip. Wer sagt, dass Matthias den Jackpot hochhaut? Hand hoch. Yeah. Für unsere Follower. Mann, der Kuchen. Wurde mir leider ein bisschen zu ironisch gesagt, Chris Breu. Was sagst du denn? Na, ja, was ist, sollen wir nochmal zurückspulen? Der so, für unsere Follower. Was sagst du denn? Ach so. Mann! Die ist müde, die hat Hunger, heute ist alles. Vielleicht ist alles. Machen wir auch mal Raucherpause für dich. Ihr müsst ja auch mal wissen, ne? Die beiden ertragen das ja nie. Heute, es ist seit anderthalb Wochen so, dass ich... Ist der Wurm drin? Ich laufe nicht mehr. Mach mal eine Wurmkur. Vielleicht ist der ja schon hier... Hier reingekrochen. Mann, ja! Kriege ich jetzt eine Antwort auf meine Frage? Ist der gewinnt. Ich glaube auch. 9 Leute nur. Okay, Klaas, alle, die Hand nicht oben hatten, werde ich petzen. Ich bin Stratege, ich liebe ja Spielen über alle. Warte mal, stopp, ich kann dir jetzt schon sagen, wer gewonnen hat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14. Matthias hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, Spieler Matthias. Du hast gewonnen. Boom! Wenn zwei Jungs von dir da stehen und ich stehe da, wen gibst du deine Stimme, wenn du zwei hast? Er hatte die Frage bekommen von Junior. Ich habe die Frage bekommen. Er hat die Frage bekommen. Ich habe die Frage nicht. Paco hat die Frage bekommen. Die Frauen fangen langsam an, gegen uns Männer ein bisschen zu schießen. Und das haben wir heute extrem gemerkt. Also ich hasse ja früh aufstehen. Mhm. Und ich hasse auch draußen sitzen.
Was? Also wenn es nicht... Naja, wenn das so 16 Grad ist und man weiß nicht, ob man Jacke oder eigentlich friert man, aber es ist so schön Sonne und hast auch Sonnenbrille vergessen und nervt. Aber dort... Was dir nie passieren würde, die Sonnenbrille zu vergessen? Nee, niemals. Niemals. Deswegen habe ich die auch immer dabei, weil ich sowas so hasse. Dort, wie die dort sitzen, da würde mir das Frühstück so gut schmecken. Ja? Und da wirst du schon belabert mit den Problemen von anderen. Und es geht dich nichts an. Was? Das willst du lieben? Na guck mal, nee, wenn die dort einfach Taktik machen und ich denke so, diese Taktik juckt mich nicht, ich schieb sowieso meinen eigenen Aber Film. Aber wenn die da dann irgendwie so sich auslassen und so, das würde dich doch nerven. Ja, das schon. Aber da ist ja noch so ein bisschen mit Planung und du weißt, eigentlich geht's gleich los zum nächsten Spiel. Aber ich chill jetzt noch die 2 Minuten so fett. Das sieht geil aus. Okay. Yasin, Jenny. Natürlich nicht. Was redest du? Was laberst du? Was laberst du mit? Leute. Choreo Girls. Wir waren mal Synchronschwimmerin. Schwimmst du? So synchron. Lieb's wie synchron. Also, ja, also ganz ehrlich, wir haben jetzt Hunger, wir müssen jetzt Mittagessen gehen. Die 2 Folgen waren ganz toll. Ich fand's auch gut. Also, fand ich auch gut weg zu Hause, glaube ich. Ich sag euch auch, ich liebe die Spiele, wenn ich hier sehe, dass hier Stuhltanz gemacht wird und so. Das möchte ich machen. Ich muss doch da rein. Du wirst bei 30, mach doch da Stuhltanz. Kannst du dir ja überlegen, bist ja eingeladen diesmal. Aber ich bedanke mich bei euch, dass ihr zugeschaut habt. Und ihr wisst, was eure Aufgaben sind. Liken, teilen, kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren. Und seid so, wie ihr bleibt. Eigentlich hatten wir mal so schön so tolle Worte noch erfunden. So Butterbrote schmieren. Butterbrote schmieren. Sich nicht zu viel genieren. Jetzt mach ich los. Tschüssi. Sektinieren.